Ja. Ja. So, wir kommen zu einem der größten Spaßfaktoren, die wir haben bei der Vorstandswahl, nämlich die Beisitzer. Das Prozedere ist, wenn nicht bekannt, dann nachher, nämlich wenn ich es vorgestellt habe. Wir werden jetzt gleich fragen, ob wir Kandidierende haben. Die dürfen sich vorstellen und nach der Vorstellung werden wir dann entscheiden, ob wir Beisitzer haben wollen. Ja, das klingt obskur, aber es hatte damals einen Grund. Ich weiß nicht mehr welchen, aber es hatte einen. Ich bin mir ganz sicher. So, und da es dann jetzt wieder um Kandidaturen geht, darf ich an den Wahlleiter übergeben. Vielen Dank an die Versammlungsleitung. Wir stehen jetzt gleich vor der Wahl zum Beisitzer. Ne? Deswegen geben wir jetzt den Kandidierenden die Möglichkeit, sich hier einzufinden. Ich eröffne für die Wahl zum Beisitzer die Kandidierendenliste nun. Na, einfach in der Nähe der Bühne einfinden. Die braucht die Namen, alles klar. Also dann kommt mal vor, kommt hoch, wenn die Bühne voll ist. Manfred. Walter mit TH oder O? Ja, auch bei Walter gibt es eine Schreibweise mit TH, danke. Okay, alles klar. Manfred Walter, genau, perfekt. Ja, ich schlage Knut Bentsch als Beisitzer vor. Knut, du bist vorgeschlagen. Möchtest du kandidieren? Hallo, ich kandidiere für das Amt des Beisitzers. Ist okay. Reden darfst du gleich. Wobei, Knut sollten wir bitte ändern auf den bürgerlichen Namen. Knut Bentsch. Bis 6. Bis 5, oder? Ich habe jetzt erstmal 5 eingegeben. Alles war so, leider ja. So, wir haben nun mittlerweile hier 3 auf der Liste. Ich kann nicht erkennen, dass es noch weitere Vorschläge oder Interessenten gibt. Daher schließe ich die Kandidierendenliste in 3, 2, 1. Die Kandidierendenliste ist geschlossen.
So, die Kandidierenden bitte ich dann mal auf die Bühne, denn die haben da jetzt die Gelegenheit, sich vorzustellen. Wir hatten jetzt vorher noch eine kleine programmiertechnische Herausforderung zu meistern, aber da sind wir dran. Nein, 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 nein. Das ist ja dann auch die Reihenfolge, die Sie auf der Bühne. Ja, aber bitte ändern ist das. So, und wir fangen an mit dem Knut, bitte. Hallo, mein Name ist Knut Bentsch. Ich war Beisitzer im letzten Landesvorstand. Ich weiß, welche Dinge zu tun sind und vor allen Dingen, welche Dinge nebenbei mal schnell zu tun sind. Und solche Sachen habe ich gemacht. Ich habe unter anderem auch regelmäßig darüber gewacht, dass das Konto nicht unberechtigt abgebucht wird. Das gehörte zu meinen Hobbys, täglich einmal zum Beispiel auf den Kontostand zu gucken, nicht, dass da irgendjemand abgebucht hat. Solche Sachen habe ich gemacht, bin ich entsprechend auch beauftragt gewesen. Und für ja, alle Sachen, die im Vorstand anfallen, die ich habe dem Volker zugearbeitet, der Knut, GLGS gemacht und ich möchte mich bewerben. Danke. Ah, okay. Gut. Darf ich die Versammlung bitten, etwas mehr Ruhe einkehren zu lassen und den gebührenden Respekt zu zeigen? Danke. So, als nächstes ist dann der Michael dran. Auch du hast 2 Minuten, da du dich ja schon mal vorgestellt hast. Ja, hallo, ich bin immer noch Michael Behrendt. Als Beisitzer würde ich meinen Schwerpunkt auf den Wahlkampf legen. Die Bestellungen organisieren, Sammelbestellungen organisieren, versuchen noch Material ranzukriegen, weil wir hatten im April mal ein PG-Wahl ein Real-Life-Treffen, das war gut besucht, danach ist irgendwie alles eingeschlafen und ich hoffe, dass wir jetzt zum Endspurt noch die Kurve kriegen, dass wir auch alles an Material noch rankriegen. Ja, das war's. Dankeschön. Ja, und jetzt der Manfred, bitte. Du hast dann maximal 5 Minuten. Hallo, mein Name ist Manfred Wolter. Die meisten kennen mich unter meinem Piraten-Nick Basaltpirat. Ich habe mich beworben, den Vorstand zu unterstützen, nachdem der Aufruf kam, Mensch, nun mach doch mal mit, denn sonst kriegen wir keinen vollständigen Vorstand zustande. Das hat mich motiviert. Unter anderem auch, weil ich es gut fand, wie in 2014 mein Wechselantrag nach Hessen positiv befürwortet wurde und ich fühle mich jetzt wohl im KV Frankfurt. Zu dem, was ich kann, was ich tun werde. Ich habe das Pech, EU-Rentner zu sein. Dadurch habe ich wenig Geld und ich habe das Glück, als Rentner viel Zeit zu haben. Wir sprachen ja schon mal über Zeit- und Geldelite. Also von daher würde ich zur Zeitelite mich zählen. Der eine oder andere wird mich kennen aus meiner sozialpolitischen Engagement. Hier insbesondere mein Eintreten für den Bereich Inklusion. Ein Thema, was man auch im Antrag 15 sieht, was in Hessen noch nicht so schrecklich modern ist. Als Beisitzer möchte ich einfach den Vorstand da unterstützen, wo ich gebraucht werde. Danke. Ich weiß zwar nicht, wo ihr jetzt hinrennt, aber allzu weit solltet ihr nicht, weil jetzt kommen erst noch mal die Fragen, wenn es welche gibt. Ich hätte eine Frage an den Manfred. Manfred, du warst, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, stellvertretender Kreisvorsitzender in, ich bin jetzt der Name gerade entfallen, Altenkirchen. Ist es richtig, dass du da nicht entlastet worden bist und wenn ja, warum?
Es ist richtig, ich habe dazu aber auch in der Hessenliste meine Antwort gegeben. Es wurde mir vorgeworfen, ich hätte keinen Rechenschaftsbericht abgeliefert, der lag dem Vorstand aber zu dem Zeitpunkt vor. Wir erleben im Moment in aller Stille ein wunderbares Beispiel für unfreie Software ist schädlich, am Beispiel VW, und hat einer von euch dreien, oder die Frage geht an euch drei, sich schon Gedanken gemacht, wie wir das für uns für freie Software ausschlachten könnten? Dass freie Software wichtig ist, brauchen wir uns nicht drüber zu unterhalten. Spätestens seit dem Event in Frankfurt ist mir das durchaus auch klar geworden. Es wäre schön, wenn das auch in der Automobilindustrie Einzug halten könnte. Ja, die Frage ist halt, sind diese Systeme nicht einfach, wie gesagt, ich bin bekennender DAO. Und ich stelle mir die Frage, freie Software, gut und schön, aber freie Software ist durchaus auch veränderbar, manipulierbar. Und ich weiß, dass bei gewissen Prüfverfahren, die wichtig sind und die auch wichtig werden, insbesondere mit den Haftungsfragen von selbstfahrenden Autos, dass es dort Probleme gibt oder geben kann. Und ich würde mich selber jetzt nicht so weit auf den Fenster hängen, dass ich sagen kann, ist es gut, ist es nicht gut. Der Aspekt, dass bei freier Software jeder Zugriff haben kann auf zumindest eine Version und diese auch kontrollieren kann und prüfen kann, ob da Bugs drin sind, das sehe ich durchaus als positiv. Aber die Frage ist, was ist, wenn irgendeiner seine eigene Software aufspielt und damit plötzlich kein zugelassenes Auto mehr hat? Und ich denke mir, da sind sehr viele rechtliche Fragen im Hintergrund, die man so einfach nicht, ich sag mal, so aus der hohlen Hand beantworten kann, dass man sagen kann, ist es grundsätzlich gut oder ist es grundsätzlich schlecht? Es ist sehr komplex. Danke. Gut, darf ich die Kandidierenden darauf hinweisen, dass eine kurze, knappe Antwort nach Möglichkeit, und jetzt kommt die nächste Frage. Ja, wenn die Software frei gewesen wäre und der Quellcode öffentlich, dann wäre die Manipulation wahrscheinlich sofort aufgefallen. Das größere Problem bei VW sehe ich darin, dass die Hersteller oder generell bei der Autoindustrie, dass die Hersteller unter Laborbedingungen ihre Autos selber prüfen dürfen und dass das nicht mehr nachkontrolliert wird, ob da irgendwas geschummelt wird. Es gibt ja auch andere, die setzen Sauerstoff in die Luft dazu, dass weniger Stickoxide dann im Abgas sind, und so werden die Abgaswerte dann eingehalten, aber das sind eigentlich keine natürlichen Bedingungen. Ja, wie schon gesagt wurde, freie Software ist ein Ziel, ein Thema der Piraten. Aber eine Frage, die wir Piraten jetzt auch stellen müssen, diese Manipulation der Software, wer wusste da eigentlich schon lange von? Die niedersächsische Landesregierung, die einen Großteil der VW-Aktien hält, der ADAC. Von daher wäre eine freie Software, wo mehr Menschen reinschauen können, was da läuft, auf alle Fälle vertretbar. Eine Frage an den Manfred. Du hast vorhin gesagt, das Thema Inklusion ist in Hessen leider noch nicht so modern. Ich gehe weiter und sage, es ist gar nicht vorhanden. Wie weit würdest du dein Mandat nutzen? Was hast du für Pläne, um da etwas zu ändern, beziehungsweise den Vorstand zu sensibilisieren zu diesem Thema? Bevor ihr antwortet, nochmal an die Versammlung. Bitte Ruhe, das gilt vor allen Dingen für Gespräche an der Tür, bitte die wir etwas woanders führen, weil das hier reinschallt. Danke.
Ja, zum Thema Inklusion kann ich dir sagen, ich bin neben den Piraten, wo ich manchmal sage, wenn nicht mit den Piraten, dann in die NGOs. Ich bin nebenbei Inklusionsbotschafter der ISL, Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben. Werde in absehbarer Zeit auch im BSK aktiv werden, dem Bundesverband Selbsthilfe Körperbehinderter. Ich bin spätestens wach geworden, als ich den Antrag 15 las, wo endlich mal, ich glaube vom Jonas, ganz klar gesagt wurde, das ist zwar nicht Kernthema, aber Inklusion, die Teilhabe aller Menschen. Und das ist kein Sonderrecht für Behinderte, sondern Teilhabe aller Menschen ist Menschenrecht. Und dafür werde ich aktiv eintreten. Ja, ich, noch mal kurz zu dem Thema eine Rückfrage. Wie? Okay, zu dem Wie kann ich dir sagen, ich habe heute Morgen noch mit dem Michael Paslak, AK Soziales, abgesprochen, da ich ihm nicht auf die Füße treten wollte, inwieweit der AK Soziales das Thema Inklusion mit bearbeiten will. Und er hat mir grünes Licht gegeben und hat gesagt, geh über die HAL, kündige es an, such dir Leute, und die suche ich jetzt, dass wir das Thema, dazu brauchen wir keine 1000, sondern dafür reicht eine Handvoll, die sich dafür engagieren, dass ich dieses Thema in Hessen auch mit hochbringen will. Denn ihr wisst alle, derzeit wird am Bundesteilhabegesetz gebastelt, auch wenn Frau Nahles vielleicht andere Themen gerade wichtiger findet. Es soll ja noch einen Entwurf zur Änderung des SGB II geben, aber spätestens 2016 wird das Bundesteilhabegesetz verabschiedet, und ich hoffe, dass wir Piraten Hessen dann auch eine Stimme und eine Meinung dazu bilden können. Eine Frage an Manfred, die anderen beiden kenne ich ja schon ein bisschen länger. Du hast dich eben als Zeitelite bezeichnet, daher meine Frage, also ich habe jetzt auch nicht, leider nicht vollständig zuhören können, wo genau kommst du her, wie groß ist deine Entfernung nach Frankfurt, oder wie du weißt, ist die Landesgeschäftsstelle in Frankfurt, und ab und zu gibt es da auch mal ein bisschen Arbeit. Wie sieht da deine Zeitmöglichkeiten aus? Wenn ich noch Vollzeit arbeiten könnte, hätte ich eine 40-Stunden-Woche. Von daher kann ich auch eine 40-Stunden-Woche für die Piraten einplanen. Und dass ich nach Frankfurt komme, kann ich euch zusichern, ich bin heute Morgen auch gut nach Wiesbaden gekommen. Da wäre also Frankfurt auch kein Umweg gewesen. Knut, eine Frage an dich. Ich habe dich in den Vorstandssitzungen wiederholt erlebt. Ich wollte gerne wissen, wie du vielleicht für die Zukunft deine Arbeitsweise anders gestalten möchtest und könntest, um nach meinem Verständnis eine konstruktivere Mitarbeit umzusetzen. Eine konstruktive Mitarbeit ist die eine Geschichte. Dennoch erlaube ich mir, andere Sichtweisen in Problematiken einzubringen, um auch auf Probleme, die, ich sag mal, wenn mehrere Leute konstruktiv miteinander mitarbeiten und eine Meinung haben, heißt das nicht, dass das unbedingt immer das Richtige ist, insbesondere in Personalsachen, wie sich auch im letzten Vorstand herausgestellt hat. Und dahingehend, ich werde konstruktiv mitarbeiten, ich werde Dinge tun, und zwar so, wie sie abgesprochen sind. Und wenn Dinge, ich sag mal, nicht so passieren, wie andere Leute das möchten, dann werde ich selbstverständlich auch andere Aufgaben entsprechend übernehmen. Ich bin da recht professionell, ich hänge nicht an irgendwelchen Aufgaben oder Ämtern, und ich sehe meine Aufgabe durchaus darin, kritisch auch gegenüber anderen Vorstandsmitgliedern zu sein. Darf ich nachfragen?
Ja, Manfred, ich begrüße es sehr, wenn du die Inklusion unterstützen willst in Hessen, aber ich muss dir ehrlich sagen, dass ich dich nicht geeignet halte für den Vorschlag. Du könntest die Versammlung an dieser Stelle aufklären darüber, über die Dorfrede mit dem Themenbeauftragten, Ex-Themenbeauftragten Thomas Küppers. Du könntest die Versammlung aufklären über die Dauerfehde mit dem jetzigen Themenbeauftragten Gernot Reipen. Du könntest die Versammlung darüber aufklären, dass du einen Twitter-Account pflegen wolltest, den du nicht gepflegt hast, wo zahlreiche Anfragen aus anderen Landesverbänden kamen, die nicht bearbeitet wurden. Du könntest die Versammlung darüber aufklären, dass du ein Referat halten wolltest in der AGBGE, wo du in einem anderen Mumble-Raum warst und nicht gesehen wurdest. Du könntest die Versammlung aufklären, dass du eine Artikelserie schreiben wolltest, oder zumindest einen Teil davon, zu einem für die Flaschenpost, was du auch nicht gemacht hast. Sorry, also ich halte dich nicht auf der Ebene nicht für teamfähig und du kannst gerne dazu Stellung nehmen, aber ich würde dich mit Sicherheit nicht wählen. War keine Frage. Ja, vielleicht würdest du ja Stellung nehmen. Michael, ich weiß nicht, was dich bewegt, jetzt alles Mögliche aufzuzählen. Ich hatte nirgendwo eine Beauftragung, die ich nicht eingefüllt habe. Und da, wenn ich mal technische Schwierigkeiten wie damals beim Mumble habe, dann werf mir das heute vor. Und die Versammlung frage ich einfach, ich habe die Zeit, mich für Menschenrechte, in dem Falle für die UN-Behindertenrechtskonvention einzusetzen, und ich werde es tun. Knut, ich darf eine Nachfrage stellen. Ich will ganz konkret werden. Ja. Siehst du bei dir Verhaltensweisen in der Zusammenarbeit mit dem Vorstandsteam, wenn du gewählt werden solltest, die du verändern müsstest, um konstruktiver zu arbeiten? Wenn du konkret werden möchtest, was ich so jetzt von dir immer noch nicht gehört habe, weil du offensichtlich wirfst du mir ganz konkrete Dinge vor. Ich habe mit dem letzten Vorstandsteam zusammengearbeitet. Wir waren nicht immer einer Meinung. Aber ich denke mir, das braucht man auch nicht in einem Vorstand. Man kann sich aber durchaus zu gewissen einheitlichen Vorgehen einigen, auch wenn man sie selber nicht unbedingt mittragen muss. Also sorry, Manfred, ich muss das korrigieren. Da gibt es auch mehrere Zeugen dafür, dass du keine Mumble-Probleme hast, sondern dass du einfach nicht erschienen bist. Das zieht sich. Darf ich dich darauf hinweisen, dass es hier eine Fragerunde ist? Wenn du Fragen an den Kandidaten hast, dann kannst du sie stellen. Aber versuche bitte nicht, ein Statement in eine Frage zu verkleiden, vor allen Dingen, wenn das Statement an sich gefällt ist. Ja, dann frage ich dich, da ich jetzt das Gefühl habe, dass wie ein roter Faden durch eine Piratentätigkeit zieht, wie du das jetzt anders gestalten willst im Landesvorstand. Ich habe jetzt da keine Frage, sondern einen weiteren Versuch drin gesehen, meine Kandidatur zu demontieren. Ich kann der Versammlung einfach nur sagen, ich habe die Zeit. Das Thema Inklusion, das Thema Behindertenrechtskonvention ist mir wichtig und ich werde mich dafür einsetzen. Also dann hätte ich mal eine Verständnisfrage an dich, Manfred. Du hast vorhin über Inklusion gesprochen und hast da gesagt, dass du mit dem AK Soziales da irgendwas abgesprochen hast. Das impliziert so ein bisschen, dass du die Inklusion irgendwie im AK Soziales mit reinbringen willst. Der Michael Paslak als Beauftragter des AK Soziales redet eher nicht so für dich. Wie kommt das denn zustande jetzt? Ich kann nur so viel sagen, das Thema Behindertenpolitik gehört ja allgemein zu den Sozialministerien und von daher wollte ich einfach niemand auf die Füße treten und habe den Michael vorhin da angesprochen, komme ich damit in die Quere, und er sagte nein. Ich möchte euch ungern unterbrechen, aber ich hätte mal zur Abwechslung gerne eine Frage an den Michael.
Michael, du hast gesagt, du möchtest dich als Beisitzer sehr stark in dem Bereich Wahlkampf engagieren. Was ist da jetzt anders als das, was du bisher machst? Also ich meine, bedarf das des Beisitzeramtes oder würdest du dich da anders verhalten in deinem Wahlkampf, in deinem Wahlkampfengagement? Du bist ja jetzt schon der bundesweit bekannteste, effektivste Wahlkämpfer, den wir haben. Ich würde das gerne auch weiter pflegen. Also, wo siehst du da den Unterschied, ob du das als Beisitzer machst oder ohne dieses Amt? Gute Frage. Also ich würde mich dann mehr auf Hessen konzentrieren, wenn ich Beisitzer wäre. So, ansonsten würde ich mehr für KV Kassel machen. Und ich würde meine deutschlandweiten Aktivitäten ein bisschen einschränken, bis die Kommunalwahl rum ist und dann schon die Bundestagswahl 2017 auch vorbereiten und damit anfangen, dass wir da mal vielleicht ein bisschen früher anfangen, dass wir nicht alles wieder so auf den letzten Drücker machen müssen. Ja, der Robin hat meine Frage ein bisschen geklaut. Ich wollte die an alle drei stellen. Warum muss für eure Tätigkeit, die ihr euch vorstellt, ein Amt im Vorstand sein? Geht es nicht auch einfach über eine Beauftragung? Hallo Ralf. In dem Moment, wo ich vom Vorstand in irgendeiner Form beauftragt werde, werde ich diese Aufgaben durchaus auch ohne Beisitzerfunktion ausführen. Allerdings, ich sag mal, du bist selber Mitglied der IT. Du weißt, was es heißt, kontinuierlich zu arbeiten. Ich sehe, dass wenn die Anzahl der Beisitzer da ist, hat man zumindest, wie sich im letzten Vorstand gezeigt hat, der ja relativ groß war und dann geschrumpft ist aus Gründen, doch zumindest die Möglichkeit, noch relativ gut und Ergebnis im Ergebnis sinnvoll zusammenzuarbeiten. Also prinzipiell könnte ich Dinge auch ohne Vorstandsamt machen. Ich müsste dann auch nicht jedes Mal in der Vorstandstelco mit drin sein, aber im Endeffekt, es bietet auch eine gewisse Sicherheit, wenn Personalredundanz im Vorstand mit ist. Danke. Ich würde meinen Schwerpunkt auf Wahlkampf legen, aber ich würde auch noch andere Sachen machen. Es gab ja bis jetzt eigentlich in jedem Vorstand fast immer einen Komplettausfall und ich würde dann auch Arbeit von anderen mitmachen können oder was ich halt mit einer Beauftragung nicht könnte. Ja, eine Frage an Knut. Jetzt, wo du vom Schatzmeisteramt gewissermaßen oder Schatzmeisterteam befreit worden bist, gibt es irgendwelche Schwerpunkte, die du im Amt des Beisitzers verfolgen würdest? Also ganz konkret gewisse, ich sag mal, bislang war es durchaus so, dass ich mit der Jeanette zumindest in der Kontrolle des Kontos eine Überwachungsfunktion hatte. Das ist, denke ich mir, durchaus sinnvoll, auch dort ein Vier-Augen-Prinzip zu haben. Auf der anderen Seite, es gibt projektbezogene Dinge, die einfach zu erledigen sind. Ob das jetzt, ich habe jetzt personalmäßig, also die Möglichkeit, dass die Piratenpartei Landesverband Hessen als Arbeitgeber auftreten kann, hab ich eingerichtet gehabt. Es gibt noch Fragen mit dem Finanzamt zu klären. Die Fragen mit dem Finanzamt sind seit einem Jahr im Prinzip ungeklärt und vor einer Woche habe ich eine Mail bekommen, dies und das und jenes wäre noch, also ganz konkrete Sachen, die zu erledigen sind, und aber da war ich leider im Vorfeld hier schon mit dem Parteitag beschäftigt und ich habe halt auch nur eine begrenzte Zeit. Das heißt, das wären Dinge, die auch, ich sag mal, in Zukunft erledigt werden müssen vom neuen Vorstand, im Zweifelsfalle von mir, weil ich in der Materie drin bin. Ja, danke. Gut, ich sehe keine weiteren Fragenden.
Damit ist die Fragerunde beendet. Muss allerdings der Versammlung mitteilen, dass ich einen formalen Fehler begangen habe. Die Fragerunde wäre eigentlich erst nach der nach dem Punkt, ob wir überhaupt Beisitzer haben. Ist doof gelaufen, tut mir leid. Ja, ja. Alle guten Dinge sind drei und ein Countdown ist bekanntlich ab 10. Okay, aber das musste ich euch mitteilen, weil ne, Fehler und den sollt ihr wissen. Wir kommen jetzt zu der Abstimmung, ob wir Beisitzende haben wollen. Das geschieht folgendermaßen. Wir haben drei Kandidaten. Ich werde erst fragen, ob wir drei haben wollen, dann zwei, dann einen, dann keinen. Die beiden mit den meisten... Was soll das? Also nein, ich meine, was für eine Art Einwand sollte es jetzt werden? Gibt es zu dem Thema keine Diskussion, ob wir Beisitzer wollen oder nicht? Nö, ist nicht vorgesehen in unserer GO. Ich halte das nicht für überflüssig. Nein, wir machen das jetzt mal ganz einfach. Wir sind zwar formal FuPiraten, aber manchmal auch nicht. Kurzes Meinungsbild, möchte die Versammlung eine Diskussion? Nein, die Mehrheit möchte keine Diskussion, deswegen machen wir jetzt so weiter, wie ich es gesagt habe. Die beiden mit den meisten, mit der größten Zustimmung werden dann nochmal gegeneinander abgeglichen und dann kommt der abschließende Abstimmung über die Anzahl der Beisitzer. Genau, so. Also man kann jedes Mal, also man kann sowohl drei als auch zwei als auch keinen und alles dazwischen. So, und wir fangen an mit, wer möchte drei Beisitzer? Also ja und nein bitte. Oder nee. Nein, wir machen es anders, Entschuldigung. Nein, wer möchte drei? Nur die Ja-Stimmen, nur die Ja-Stimmen. Dankeschön. Wer möchte zwei? Dankeschön. Wer möchte einen? Dankeschön. Wer möchte keinen? Dankeschön. Wir stimmen über ein bzw. zwei ab. Wer möchte zwei? Wer möchte ein? Fuck. Genau. So, Dankeschön, erstmal runter. Die roten Karten jetzt für zwei, die grünen Karten für einen Beisitzer gleichzeitig, also nicht, ne? Ihr habt es verstanden, das ist gut. Gut, die Mehrheit ist für einen Beisitzer. Wir wählen einen Beisitzenden. Nee, tun wir noch nicht. Wir übergeben noch nicht, weil ich hatte es ja angekündigt und das müssen wir dann ja auch so machen. Die abschließende möchten wir einen Beisitzer wählen. Es tut mir leid. Ist halt so. Formalfu, möchten wir einen Beisitzer wählen? Ja oder nein? Dankeschön und jetzt darf der Wahlleiter. Okay. Ach so,
formal sieht es jetzt so aus, und ich bitte die Kandidaten jetzt mal um Aufmerksamkeit. Formal hättet ihr jetzt noch 3 Minuten, um euch vorzustellen. Möchte einer der Kandidaten sich noch mal vorstellen? Knut, möchtest du dich noch mal vorstellen? Michael? Manfred? Entschuldigung. Gut, also die Kandidaten verzichten auf die Vorstellungsrunde und damit darf ich dann an den Wahlleiter übergeben. Ich mache auch schon darauf Aufmerksamkeit, am Ende dieser Wahl ist Mittagspause. Egal, ob irgendwas da ist oder nicht, aber es ist Mittagspause. Gut, vielen Dank an die Versammlungsleitung. Genau, die Wahlhelfenden haben sich hier bereits in verminderter Anzahl eingefunden. Ja. Wie war das mit den getroffenen Hunden und so? Okay. Hinweis an die Versammlungshelfenden. Aufgrund der verminderten Anzahl werden wir jetzt keine Wanderurne haben. Das heißt, wir treffen uns dann nachher alle im Wahllokal. Zur Wahl selbst. Erstmal die Urnen hochhalten. 2 Stück an der Zahl, beide leer. Sie werden jetzt verschlossen. Die Wahl selbst. Wir haben eine Wahl zwischen 3 Kandidaten. Die Wahl selbst findet demzufolge durch Wahl durch Zustimmung statt. Wir verwenden dafür den Stimmzettel Nummer 6 in der Symbolfarbe Grau. Es ist möglich, einen der Kandidaten anzukreuzen, 2 oder auch 3 oder auch keinen. So, das sollte klar sein. Ihr bringt bitte eure grüne Stimmkarte mit und habt ein festgeklebtes Bändchen am Arm mit übereinstimmender Nummer. Viel Erfolg bei der Wahl. Ich eröffne hiermit die Wahl. So, liebe Versammlung, ein Blick auf die Uhr sagt mir, es geht weiter. Gültig ist diese Uhr, die da oben ist, weil die ist für die Allgemeinheit sichtbar. Und im Zweifelsfall ist mein Wort gültig. Wir haben noch keinen Protokollant? Du meinst, ich hätte vorher zuhören müssen, bevor ich es abschmetter? Ach Mensch, nix darf man. Du darfst mir Kaffee überreichen. Ach so, ich darf dir Kaffee überreichen. Ein Hinweis an die Technik. Wenn das bei irgendeinem nächsten Parteitag möglich ist, dass der Beamer nicht dasteht, dann wäre das total super. Ansonsten lade ich jeden ein, diese Kaffeekanne mal hochzuheben. Die ist unglaublich heiß. Aber wenn ich sie nicht dahin stelle, ich weiß, dass dieser Einwand jetzt kommen würde, dann würde ich unglaublich heiß werden. Und es war mir so klar. Ja, ja. Nee, da ist noch was drin, da kann ich noch nicht an den Kopf werfen. Ja, aber das ist. Ja. Hat denn jemand die Protokollanten gesehen? Beide zusammen? Wann? Ist ein toller Effekt, oder? Macht er sich bei euch auch so unglaublich räumlich bemerkbar? Ja, was ein Spaß. Gut. Ja. Doof. Hat irgendjemand was zu vermelden? Möchte jemand was sagen? Sonst muss ich was sagen. Volker, willst du was sagen? Wir müssen auf die Protokollanten warten. Wir sind beide auf dem Rückweg und Herr Jonas ist
Was ist gleich in diesem Zusammenhang? Können wir denn eine vorübergehende Vertretung bestimmen? Dann, also nein. Also ja, aber nein. Weil, weil das wäre dann ein weiterer Protokollant, der den ganzen Scheiß unterschreiben muss. Und das, wenn wir, ne, wir haben ja so eine, wir haben ja eine gewisse Historie, was die zügige Bereitstellung eines Protokolls angeht, und die möchte ich nicht gerne verlängern. Ja, genau. Also wer das beim letzten Mal noch nicht mitbekommen hat und es immer noch nicht geschafft hat, sich für BEO zu verifizieren, ist jetzt eine super Gelegenheit, weil er wird nichts verpassen, außer mein Gelaber. Und das ist, glaube ich, an der Akkreditierung. Darf man das tun? Sollte man das tun, wenn man es noch nicht getan hat? Du darfst, klar, sicher. Dann würde ich nämlich nochmal so einen Pausenbeitrag leisten. Wir haben ja im Vorfeld diskutiert, dass wir uns mit der Projektgruppe Wahlen auch treffen wollen am Rande vom Landesparteitag. Und die Planung dafür ist jetzt so, dass wir im Anschluss an die Versammlung, wenn der Jürgen sagt, irgendwie für heute reicht's, das ist vielleicht irgendwie ein bisschen früher als 18 Uhr, das ist ein bisschen meine Hoffnung, das entscheidet aber der Jürgen. Und wir entscheiden das, weil wir sind die Versammlung. Aber das ist so ein bisschen der Plan, dass wir uns dann mit allen, die Interesse am Wahlkampf zur Kommunalwahl jetzt haben, in dem Raum, wo wir gewählt haben, treffen. Ich habe da über die PPH und über die PG-Wahlenliste jetzt nochmal ein Pad verschickt, wo man eintragen kann, welche Punkte im Wahlkampf denn im Moment offen und zu bearbeiten wären. Und das Ziel von diesem Treffen wäre dann, dass wir uns da absprechen, welche nächsten Schritte wir dazu unternehmen wollen und wer die konkret macht. Beziehungsweise dafür sorgt, dass jemand die macht. Aber am liebsten, wer das macht. Ja. Bitte? Nee, morgen, genau, das vielleicht noch dazu. Morgen kommt der Christian Gebele? Hans-Jörg Gebele? Aber ist ja so ähnlich, genau. Aus NRW kommt auch zum LPT und wird dann in der Mittagspause nochmal so ein bisschen Tipps aus dem Wahlkampf in Witten mitbringen. Und die haben halt wirklich einen ziemlich krassen Wahlkampf hingelegt, irgendwie über 10% erreicht. Und von denen kann man sicherlich was lernen. Ja, ich möchte übrigens noch auf etwas hinweisen. Das ist jetzt rein informeller Art, weil offiziell kann ich ja noch nicht. Aber ich weiß, dass alle Schiedsrichter, augenblicklichen Schiedsrichter, sich gerne wieder bewerben würden. Soweit ich gesehen habe, da könnte ich mich aber irren, gibt es keine weiteren Kandidaten, Kandidierenden, Entschuldigung. Wir hätten eine Möglichkeit, wenn wir mit der Arbeit unseres Schiedsgerichts zufrieden sind, das Ganze ein wenig abzukürzen. Wir können sagen, also die Schiedsgerichtsordnung sagt, dass ein Schiedsgericht für 2 Jahre... Das Schöne ist, bevor Raphael nicht da ist, kommt er nicht zum Essen, aber ist egal. Das nennt man dann vor vollen Schüsseln verhungern, das ist cool. So, also zurück zum Schiedsgericht. Wir haben die Möglichkeit zu sagen, naja, das Schiedsgericht hat gut gearbeitet, das soll es einfach normal tun. Dann die Schiedsgerichtsordnung sagt, dass ein Schiedsgericht längstens für 2 Jahre agieren darf, bevor es neu gewählt werden muss. Und wenn wir einfach sagen, naja, okay, dann macht das doch, dann kann es das machen, dann gibt es keine Wahl. Es gibt dann auch keinen Bericht. Es gibt vielleicht einen kurzen Zwischenbericht sozusagen, aber viel war, soweit ich gehört habe, auch nicht zu tun. Insofern wäre das noch eine tolle Möglichkeit. Aber ich führe das gleich nochmal aus, wenn wir offiziell bei dem Punkt sind. Jonas, du sagst Bescheid, sobald du soweit bist. Rainer?
Der Junge muss arbeiten. Hurt. Du gibst mir ein Zeichen, ne? Kein Problem. Ich will nicht hetzen, ne? Er kann. Achso. Ja, super. So, damit dann also die offizielle Wiedereröffnung des Parteitags nach der Mittagspause. Und mein erster Job wird sein, an den Wahlleiter zu übergeben, denn wir haben ein Ergebnis. Ich danke der Versammlungsleitung. Wir haben Ergebnisse der Wahl für das Amt des Beisitzers. Es wurden abgegeben 57 Stimmen, gültig waren 57. Das heißt, der Run wurde fortgesetzt, hervorragend. Für die Nummer 3, Manfred Wolter, stimmten 6 Piraten. Für die Nummer 1, Knut Bentsch, stimmten 16 Piraten. Für die Nummer 2, Michael Behrendt, stimmten 41 Piraten. So, wenn jetzt irgendjemand mir mal zeigen könnte, wo der Michael... Ach, da hinten, er hält das Protokoll auf. Michael, ich stelle dir die Frage, nimmst du die Wahl an? Ich stelle dir die Frage, nimmst du die Wahl an? Vielen Dank für die klare Antwort. Wir haben einen Beisitzer. Ich darf nun mit Freude an die Versammlungsleitung zurückgeben.